Für die Montage eines Griffes und seines Verriegelungssystems benötigen Sie eine Handbohrmaschine, Bohrer und einen 90-Grad-Kegelsenker. Zuerst ist es nötig, die Position des Verriegelungsklotzes zu bestimmen und die Breite des Rahmens zu messen. Dadurch wird die Länge der Verriegelungsstangen bestimmt. Nach dem Schneiden werden die Stäbe auf dem Mechanismus montiert. Um sie zu verstiften, müssen die Stäbe radial gebohrt werden. Der Mechanismus ist leicht zu montieren. Dann muss der Griff an der Vorderseite Ihres Systems montiert werden. Der Mechanismus ist auf der Rückseite der Frontplatte montiert. Wenn Ihr System breiter als 800 mm ist, empfehlen wir die Verwendung von Führungsbrücken. Die Brücken werden im Griffkit geliefert, ebenso wie die Schrauben und Bolzen.